Holz da, Holz hier, Holz da, Holz. Deine Stimme, bist du ein Transvestit? Hier Holz, da Holz, hier Holz. Kriegst du jetzt Appetit? Ich schaue deine Quali, da hab ich gleich gesehen, dass sie nur aus mickrigen Nachtzeilen besteht. 16 waren gefordert, scheinst du nicht zu verstehen. Eigentlich darfst du hier nicht mal teilnehmen. Was für eine Hinterlist, ist schon echt lästig. Nicht nur weil du ein Biber bist, bist du jetzt fällig. Du wirst nie Achtelfinalist, weil du hier Lieder kickst, die kürzer sind als Pinocchios Nase, wenn du mit dir fertig bist. Ich bin wie ein Richter, stehst du vor mir, haust du ab in den Bau. Denkst du bist wahnsinnig schlau, doch so nah am Ufer, du kleiner Biberbruder, lass ich ihn zerschellen, denn ich bin wie der Wind, ich schieb ne Welle. Letzte Runde konnte ich den Drogenbaron zerlegen, dann kann ich auch noch so ein Holznagger zersägen. Denn ich hab Style wie 02 Cola-Fläschchen und du und deine Punches lagen an der Oberfläche. Noch Zukunft sieht echt traurig aus, denn Tiere verlieren ihren Lebensraum. Menschen sind schuld an Abholzung, aber Norb hilft mit so dumm. Norbs Zukunft sieht echt traurig aus, denn Tiere verlieren ihren Lebensraum. Menschen sind schuld an Abholzung, aber Norb hilft mit so dumm. Du bist ein warmer Biberbruder, seit ich die Signale sah. Ich mein das wörtlich, wenn ich sage, dass du unter einer Decke steckst mit deinem Biberbruder Duck, während unter meiner Decke ein heißes Tinderluder lag. Aber woher sollst du sowas auch wissen? Schließlich nutzen Biber ihren Schwanz nicht zum Ficken. Deine Runden sind für alle ne Gefährdung, denn deine Stimme ist höher als deine Bewertung. Und bist so dumm, dass du deine Kuh mit nem Zollstock misst. Bist also suizidgefährdet, weil du ein Holzkopf bist. Und du bist kein Biberbrudermann, sondern bist nur der Biberbutzemann. Hast keine Punchlines in nem Battle-Turnier, kommst weiter wegen Flow, nur der rettet dich hier. Liefert Nobbys Punches ab? Ja sicher doch. Ich warte immer noch. Nobs Zukunft sieht echt traurig aus, denn Tiere verlieren ihren Lebensraum. Menschen sind schuld an Abholzung, aber Norb hilft mit so dumm. Norbs Zukunft sieht echt traurig aus, denn Tiere verlieren ihren Lebensraum. Menschen sind schuld an Abholzung, aber Norb hilft mit so dumm. Allein schon die Länge dieser Runde ist ein Front, denn da geht ihm die Luft aus, dem kleinen Norb. Ich steh vor dir. Du hast dich miese Täter. Ja, ich zieh dich ab, das sind Schuhe aus Biberleder. Das Reaction-Video geht 3,5 Stunden. Du bist nicht mal zu sehen in einer einzigen Sekunde. Das zeigt doch deutlich, wie irrelevant du bist, denn nicht mal der Turnierleiter hat Bock auf dich. Norbs Zukunft sieht echt traurig aus, denn Tiere verlieren ihren Lebensraum. Menschen sind schuld an Abholzung, aber Norb hilft mit so dumm. Norbs Zukunft sieht echt traurig aus, denn Tiere verlieren ihren Lebensraum. Menschen sind schuld an Abholzung, aber Norb hilft mit so dumm. Norbs Zukunft sieht echt traurig aus, denn Tiere verlieren ihren Lebensraum. Menschen sind schuld an Abholzung, aber Norb hilft mit so dumm. Norbs Zukunft sieht echt traurig aus, denn Tiere verlieren ihren Lebensraum. Menschen sind schuld an Abholzung, aber Norb hilft mit so dumm.